Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und ich lerne mit dir Deutsch. Und in diesem Video bereiten wir uns wieder auf das E-Mail-Briefschreiben in der B1 DTZ-Prüfung vor. Es ist eine Originalprüfungsaufgabe von der Prüfungsfirma Gast. Und heute sehen wir uns besonders das Fragestellen in der E-Mail an. Es gibt verschiedene grammatische Möglichkeiten, wie Wortfragen, was, Ja-Nein-Fragen, ob, Fragen mit Vodalverb kannst, Fragen mit Konjunktiv würden Sie. Indirekte Fragen. Ich würde gerne wissen, wie. Wir schauen uns als erstes die Aufgabe an, antworten dann in einer E-Mail. Zum Schluss machen wir Übungen zusammen. Wir lesen zusammen die Aufgabe. Zeigen Sie, was Sie können. Schreiben Sie möglichst viel. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß. Ihr Bekannter, Herr Max Littwicki, fährt diesen Samstag in den Urlaub. Er hat Ihnen eine E-Mail geschrieben. Er möchte, dass Sie sich um seinen Garten kümmern. Schreiben Sie ihm eine E-Mail zurück. Schreiben Sie etwas zu den folgenden Punkten: Hilfe zusagen, Ihre Aufgaben, Werkzeug, wie oft. Hilfe zusagen. Wir schreiben lieber Max und nicht Herr Litwicki, weil wir gelesen haben, Max Litwicki ist ein Bekannter. Das ist nicht so nah wie ein Freund, aber auch nicht weit entfernt. Wir kennen ihn und da können wir du sagen, wir haben öfter Kontakt und es ist ein privater Kontakt, also nicht Kollege oder Nachbar oder Chef. Also nehmen wir den Vornamen. Max ist ein Mann, Herr Litwicki, und deswegen kommt hier ein R. Lieber Max. Dann kommt ein Komma und nach dem Komma schreiben wir immer klein, ein kleines D. Du hast mich darum gebeten, Komma, dass ich mich wieder um deinen Garten kümmere, Komma, während du im Urlaub bist. Du hast mich gebeten, hast gebeten. Das ist perfekt von bitten. Und bitten braucht die Präposition um. Das ist mit Akkusativ und Perfekt von bitten ist gebeten. Gebeten um. Hier ist das um. Davor kommt da und ein Verbindungs-R. Darum. Da um was gebeten. Das kommt nach dem Komma. Jetzt kommt die Information. Dass ich mich wieder um deinen Garten kümmere. Deinen ist Possessivpronomen, der Garten, kümmern, sich kümmern um, ist mit Akkusativ, der Garten, den Garten, deinen Garten. Das ist also Akkusativ. Sich kümmern um, also sagen wir jetzt mich kümmern um den Garten von Max Lewicki
Während der im Urlaub ist. Während er im Urlaub ist. Wir sagen du. Während du im Urlaub bist. Du bist. Während heißt gleichzeitig. Gleiche Zeit. Max Lewicki ist im Urlaub. Ich, also jetzt du, kümmerst dich um den Garten. Das heißt, du arbeitest im Garten. Ich helfe dir sehr gerne. Helfen ist immer mit Dativ. Ich bin Subjekt. Helfe, Verb auf 2. Dir, das ist der Dativ. Aus du wird dir. Sehr gerne. Da unten mäht schon jemand Rasen. Ihre Aufgaben. Ich habe noch ein paar Fragen. Doppelpunkt. Was wären meine Aufgaben? Wären ist Konjunktiv 2 von sein. Wir können auch fragen, was sind meine Aufgaben? Aber es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass du diesen Job übernimmst. Da machen wir mal Konjunktiv, ja? Was wären meine Aufgaben? Und das ist eine Frage mit W-Wort. Sagen wir an erster Stelle auf Position 1. W. Was, wo, wann, warum? Und dann kommt das Verb wären auf Position 2. Das ist eine offene Frage. Das heißt, es gibt viele verschiedene mögliche Antworten. Soll ich wieder die Tomaten gießen, den Rasen mähen und die Kräuter ernten? Das siehst du auf den Bildern hier unten. Und hier haben wir das Modalverb sollen. Willst du, dass ich das mache? Soll ich? An Position 1 in der Frage. Und dann das eigentliche Verb, was wir machen sollen, ganz am Ende, ne? Gießen, den Rasen mähen und die Kräuter, Pfefferminz, Basilikum, Salbei, Oregano ernten. Die Verben im Infinitiv ganz am Ende. Soll ich gießen, mähen und ernten? Werkzeug. Die Sachen, mit denen wir arbeiten. Rasenmäher, Schaufel, Gartenschlauch, Wasserschlauch. Wir sind jetzt sehr, sehr höflich und machen eine indirekte Frage. Ich müsste auch wissen, Komma, wo das Werkzeug ist. Die direkte Frage wäre, wo ist das Werkzeug? Aber wir sind sehr, sehr, sehr höflich. Und dann sagen wir, ich müsste wissen, wo es ist. Hier benutzen wir jetzt Konjunktiv 2 von müssen. Das ist unser Modalverb im Konjunktiv. Nicht ich muss, ich müsste. Infinitiv wissen direkt vor dem Komma. Das ist unser Hauptsatz. Dann kommt der Nebensatz. Wo? Das wollen wir wissen. Das Werkzeug ist Verb ganz am Ende vor dem Punkt. Nebensatz. Wo ist das Werkzeug? Aber sehr freundlich gesagt. Und wir fragen noch einmal sehr, sehr freundlich.
Wieder Konjunktiv 2. Könntest du mir bitte sagen? Nicht kannst, könntest, sehr höflich. Du bist Subjekt, mir, ich bin im Dativ, bitte, höflich, sagen, könntest, sagen. Und weil das jetzt eine Frage ist, kommt das konjugierte Modalverb vorne auf Stelle 1. Jetzt kommt der Nebensatz. Ob es, das ist das Werkzeug, im Schuppen, das ist das kleine Holzhaus im Garten, oder im Keller liegt. Ja, wo? Dativ, Dativ. Wir könnten noch einfach fragen, liegt es im Schuppen oder im Keller? Das wäre die direkte Frage. Aber wir sind höflich und machen den Satz länger, freundlich. Könntest du mir bitte sagen, ob, ja, nein, Frage, ja oder nein, ob es im Schuppen oder im Keller liegt? Ich könnte auch den Zaun neu streichen. Das ist der Zaun. Neu streichen, Farbe machen, Komma, weil er etwas alt aussieht, Punkt. Und wir machen wieder Konjunktiv. Ein höfliches, freundliches Angebot, eine Möglichkeit. Da sagen wir nicht, ich kann, okay. Schöner ist, ich könnte auch den Zaun neu streichen. Das ist unser Hauptsatz. Modalverb wieder auf 2. Und Infinitiv, das eigentliche Verb streichen, ganz am Ende vor dem Komma. Warum will ich den Zaun streichen? Da sieht man ja hier, Grund, weil er, der Zaun, etwas, ein bisschen, wir sind freundlich, alt aussieht. Da ist jetzt das Verb ganz am Ende. Wir haben einen Nebensatz mit weil. Das ist der Grund. Wie oft? Wie oft soll ich in deinen Garten kommen? Und wie viele Stunden in der Woche? Fragezeichen. Das ist jetzt eine direkte Frage. Wie oft? Einmal, zweimal, dreimal. Soll, Modalverb sollen, auf Stelle 2. Ich bin Subjekt. In deinen Garten, das ist jetzt Akkusativ, denn wir fragen, wohin? Wir haben die Wechselpräposition in deinen Garten, der Garten, Akkusativ den Garten, Possessiv besitzt deinen Garten, kommen, soll, kommen, Infinitiv ganz am Ende, das ist ein Hauptsatz. Und wie viele, wieder 1, 2, 3 Stunden in der Woche. Aha, jetzt haben wir Zeit. Nach der Zeit kommt nach Ihnen Dativ. Wir fragen ja, wann. Die Woche wird im Dativ zu der Woche. Zeit. Dativ. Das ist eine W-Wortfrage. Wie oft? Wie viel? Wirst du mir den gleichen Stundenlohn wie im letzten Jahr bezahlen? Wieder eine direkte Frage.
Und diesmal machen wir Futur 1. Zukunft, Future. Wirst. Unser Hilfsverb für Futur. Jetzt auf Stelle 1, denn es ist keine W-Wortfrage, wo wir das W-Wort auf Stelle 1 haben. Dann haben wir das Verb auf Stelle 1. Und das ist wieder eine Ja-Nein-Frage. Verb auf Stelle 1. Wirst du mir den gleichen Stundenlohn, Geld-Euros, wie Vergleich, Compare, im letzten Jahr bezahlen? Wirst Verb Infinitiv bezahlen ganz am Ende Geld geben? Ne? Und da gibt es nur die Antwort: Ja, ich bezahle dir wieder 10 Euro, oder nein, dieses Jahr gebe ich dir 12 Euro. Ich freue mich, ja, sich freuen auf. Das gehört immer zusammen. Ich freue mich reflexiv auf die Arbeit. Akkusativ. Wo? In deinem schönen Garten. Wechselpräposition. Wo? Gibt Dativ. Der Garten. Deinem schönen Garten. Und warte. Auf, warten immer mit auf, warte auf deine Antwort. Viele Grüße, dein Vorname, dein Nachname. Das sind circa 120 Wörter. Das ist gut, das ist eine gute Zahl für die E-Mail und jetzt lesen wir sie noch einmal zusammen. Lieber Max, du hast mich darum gebeten, dass ich mich wieder um deinen Garten kümmere, während du im Urlaub bist. Ich helfe dir sehr gerne. Ich habe noch ein paar Fragen. Was wären meine Aufgaben? Soll ich wieder die Tomaten gießen, den Rasen mähen und die Kräuter ernten? Ich müsste auch wissen, wo das Werkzeug ist. Könntest du mir bitte sagen, ob es im Schuppen oder im Keller liegt? Ich könnte auch den Zaun neu streichen, weil er etwas alt aussieht. Wie oft soll ich in deinen Garten kommen und wie viele Stunden in der Woche? Wirst du mir den gleichen Stundenlohn wie im letzten Jahr bezahlen? Ich freue mich auf die Arbeit in deinem schönen Garten und erwarte deine Antwort. Viele Grüße, dein Vorname, dein Nachname. Ja, jetzt haben wir das bis hierhin zusammen gemacht. Super. Und zum Schluss habe ich noch zwei Übungen für dich. Wir haben uns viel mit Fragen jetzt beschäftigt. Wir gucken zusammen. Übung. Wir nehmen das Verb anfangen und das Nomen Arbeit. Die Arbeit. Und machen jetzt Fragen, Fragesätze zusammen mit diesem Verb und diesem Nomen. Wann fängt die Arbeit an? Sagst du mir bitte, wann die Arbeit anfängt? Willst du eine neue Arbeit anfangen? Fängt die Arbeit um 8 Uhr an? Würden Sie bitte um 8 Uhr mit der Arbeit anfangen? Wir haben jetzt fünf Fragen. Die sind unterschiedlich von der Grammatik. Es gibt eine Ja-Nein-Frage, W-Wortfrage, Frage mit Modalverb, Frage mit Konjunktiv, eine indirekte Frage. Jetzt mach das Video bitte einmal auf Stopp und sortiere die rote Grammatik zu den Fragen oben, die sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Gleich besprechen wir das zusammen. Hast du das richtig sortiert? Super. Oder wir gucken noch mal zusammen. W-Wortfrage. Wann? Das ist unser W-Wort.
Verb dann auf 2. Fängt an. Trennbares Verb. Man fängt die Arbeit an. Indirekte Frage. Wir fragen nicht direkt, wann fängt die Arbeit an. Wir fragen, sagst du mir bitte, Komma, wann die Arbeit anfängt? Und hier ist jetzt ein Nebensatz. Anfängt wieder zusammen am Ende. Und der Hauptsatz ist, sagst du mir bitte. Frage mit Modalverb, auch eine Ja-Nein-Frage. Willst. Willst du eine neue Arbeit anfangen? Anfangen Infinitiv ganz am Ende. Ja oder nein, können wir dann sagen. Jetzt eine Ja-Nein-Frage ohne Modalverb. Da fangen wir direkt mit dem konjugierten Verb auf 1 an. Fängt die Arbeit um 8 Uhr an? Ja oder nein, um 9 Uhr. Und eine Frage gestellt mit Konjunktiv 2. Mit würden. Würden auf 1. Würden Sie bitte um 8 Uhr mit der Arbeit anfangen? Infinitiv am Ende. Ich weiß, kompliziert. Aber man kann es lernen. Man muss üben. Deshalb habe ich jetzt noch eine Übung ganz am Schluss für dich. Das ist eine Übung für meine Kommentare. Bitte schreibt mir in mein Video unten, wie könnten die Fragen aussehen. Ich korrigiere das für dich und bin gespannt, ob es klappt. Und zwar mit den Wörtern machen, das Verb machen, und unser Nomen ist Prüfung. Die Prüfung. Du weißt, ist immer Artikel die. Versuch bitte einmal eine Ja-Nein-Frage, eine W-Wort-Frage, eine Frage mit Modalverb, eine Frage mit Konjunktiv und eine indirekte Frage mit dem Verb machen und dem Nomen die Prüfung in meine Kommentare zu schreiben als Übung zum Schluss. Ich bin gespannt. Es hat wieder viel Spaß gemacht mit euch, mit dir. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare, über eure Likes, eure Bemerkungen und mache unheimlich gerne den Unterricht auch hier auf YouTube online mit euch. Bis bald, bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir viel Erfolg und Glück. Tschüss!